Fast Forward Science hat heute die 24-Stunden-Instagram-Challenge ausgeschrieben und ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen was dazu. Das Ganze läuft unter dem Thema Helden und ich mache ja morgen bei einem Triathlon mit und mein erster Gedanke war, hey, da machen ja morgen echt viele krasse Leute mit. Die sind ja auch irgendwie alle so Helden für sich, aber das hat nicht viel mit Informatik zu tun. Von da war ich dann eigentlich relativ schnell bei, wer ist eigentlich so mein Held in der Informatik? So als Informatikerin sollte ich doch ein Vorbild haben, oder? Und wusste gar nicht so wirklich Bescheid, weil ich mir darüber noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Und habe dann gedacht, okay, ein wahrer Informatiker liebt seine Suchmaschine. Also google ich einfach mal. Man findet viele große Namen, wenn man googelt, die man auch schon mal gehört hat, wie zum Beispiel Alan Turing oder Tim Berners-Lee, also Sachen, die man auch innerhalb des Informatikstudiums schon mal gehört hat. Aber ich habe auch ein paar Frauen gefunden und wie ihr vielleicht zum Schluss gesehen habt, habe ich diesen einen Wikipedia-Artikel Women in Computer Science oder Women in Computing gefunden und fand das sehr interessant und habe mir da einfach mal meine drei Favoriten rausgesucht. Vieles in der Informatik, aber auch in der Softwareentwicklung würde es heutzutage vielleicht nicht so geben, hätte es diese großartigen Ladies nicht gegeben. Also fangen wir mal an. Die erste Frau, die ich euch kurz vorstellen möchte, ist Ada Lovelace. Die hat zur Zeit der Romantik gelebt. Wer jetzt im Kunst- und Deutschunterricht aufgepasst hat, ist klar im Vorteil. Das ist so 18. bis 19. Jahrhundert gewesen. Es ging ungefähr bis 1850. Sie gilt als erste Softwareentwicklerin, weil sie den ersten auf einer Maschine ausführbaren Algorithmus entwickelt hat, den die Welt sozusagen jemals gesehen hat und ist damit Vorreiterin der Informatik. Das Ganze war ihr unter anderem möglich, weil ihre Mutter schon Mathe interessiert war und deswegen ihre Tochter da auch fördern wollte und ihr extra Unterricht in Naturwissenschaften und Mathematik ermöglicht hat. Als nächstes haben wir Grace Hopper, die aus diesen ganzen Einsen und Nullen, mit denen sich Informatiker angeblich tagtäglich herumschlagen, lesbaren Code gemacht hat. Grace Hopper kann man auch als Mutter der Compiler, Interpreten und Programmiersprachen bezeichnen, was ich schon wesentlich cooler finde als Mutter der Drachen. Sorry, Daenerys. Als letztes habe ich mir Margaret Hamilton ausgesucht. Und verdammt muss das ein geiles Gefühl sein, neben so einem riesigen Turm an Code zu stehen, dem man alles, na, vielleicht nicht ganz alles, aber vieles selbst geschrieben hat. Dieser Bücherturm hat die damalige Apollo-Mission zum Mond gebracht und dafür gesorgt, dass sie nicht einfach vom Himmel gefallen ist. Sie ist unter anderem auch dafür verantwortlich, dass es heutzutage den Begriff Software Engineering gibt und dass er auch so viel genutzt wird. In diesem Zusammenhang hat sie zum Beispiel Konzepte wie Asynchron geprägt, die heutzutage grundlegend sind für jede Website, die wir um uns herum so nutzen. Es gibt natürlich noch viele weitere coole Leute, wie zum Beispiel Katie Borman oder Katherine Johnson. Sie heißt Katherine Johnson. Bei den ganzen Nachnamen komme ich mittlerweile schon durcheinander.